Willkommen zu einer neuen Ausgabe Haustech News der Woche. Der erste Monat von 2024 ist gerade geschafft und das Deutsche Pellet-Institut rät, am besten jetzt schon den geplanten Heizungsaustausch zu starten. Wer keine Folge von unseren News verpassen möchte, kann gerne den Kanal abonnieren. Förderanträge für den Heizungstausch. Zwar können erst Ende Februar die Förderanträge für den Heizungstausch gestellt werden, aber mit dem Einbau einer förderfähigen Heizung kann jetzt schon begonnen werden. Das Deutsche Pellet-Institut DEPI fasst zusammen, dass Holz- und Pelletheizungen die Anforderungen an das Heizungsgesetz GEG erfüllen und die Bundesregierung einen Heizungstausch mit einem Förderzuschuss von bis zu 70% unterstützt. Die Auszahlung erfolgt über die staatliche KfW-Bank, wie auch der Zusatzbonus von 2.500 Euro für besonders staubarme Holz- und Pelletheizungen. Mit dem Förderantrag kann man sich bei einer Auftragserteilung bis Ende August ausnahmsweise bis November 2024 Zeit lassen. Doch die Situation ist jetzt besonders günstig, denn das Handwerk hat freie Kapazitäten, alle Pelletkesseltypen sind direkt lieferbar und Fördermittel sind ausreichend vorhanden. Austauschfrist für alte Kachel- und Kaminöfen endet. Die Austauschfrist für Kaminöfen, Heizkamine und Kachelöfen mit einer Typprüfung zwischen 1995 und dem 21. März 2010 endet. Und zwar am 31. Dezember dieses Jahres. Basis dafür sind die verschärften Anforderungen der ersten Bundesemissionsschutzverordnung. Für Holzfeuerstätten ab 2025 gibt es dann keine Filterpflicht mehr. Denn alle Feuerstätten, die im Handel gekauft werden können, erfüllen sämtliche gesetzliche Vorschriften und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Zudem betont der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik, HKI, ausdrücklich, dass der Einbau von Feinstaubfiltern weder jetzt noch ab dem Jahr 2025 vorgeschrieben ist. Wurde die Feuerstätte nach dem 21. März 2010 installiert, ausgetauscht oder neu angeschafft, muss nicht gehandelt werden. Energieberatung wird wieder gefördert. Mit der Einigung im Haushaltsausschuss sind neue Anträge für die Förderung der Energieberatung sowie für das Aufbauprogramm Wärmepumpe wieder möglich. Jetzt wurde auch das Antragsportal für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, BEW, geöffnet. Die Förderprogramme zur Energieberatung, EBN und EBW, die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, BEW, das Aufbauprogramm Wärmepumpe, BAW, sowie die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, EEW, werden gemäß den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung fortgesetzt. Bei dem Förderprogramm BAW handelt es sich nicht um ein Förderprogramm für Wärmepumpen. Die BAW richtet sich ausschließlich an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zum Thema Heizungswärmepumpe weiterqualifizieren wollen. 222 Tipps für solaren Eigenstrom. Unsere Kollegen von Photovoltaik haben einen Ratgeber 2024 für private und gewerbliche Solarkunden erstellt. Dabei geht es um Photovoltaik, Stromspeicher, elektrische Heizsysteme und E-Mobilität. Neu in der Auflage sind Techniktrends für mehr Autarkie, Gemeinschaftsanlagen für Wohngebäude mit mehreren Mietparteien und bidirektionales Laden. Zudem hat die Fachredaktion eine Übersicht über die finanzielle Förderung und deren Anlaufstellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstellt. Es wird erklärt, welche Rechte und Pflichten mit dem Betrieb von Solaranlagen verbunden sind. Vereinfachungen ab 2024 und das anstehende Solarpaket wurden berücksichtigt. Nach einer kurzen Registrierung steht euch der 185-seitige Ratgeber zum kostenlosen Download als PDF bereit. Den Link habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Luftdichtigkeit bei Steildachsanierungen rechtzeitig testen. Der Fachverband Luftdichtigkeit im Bauwesen, FLIP, weist in einem Artikel auf ein Problem während des Dachausbaus oder der Sanierung hin. Dabei würde der sogenannte Blower-Door-Test oder Differenzdruck-Messverfahren oft zu spät erfolgen. Idealerweise, so schreibt der Fachverband, erfolgt der Test zum Start der Planungsphase. Mit dem Blower-Door-Test wird die Luftdichtigkeit eines Gebäudes gemessen. Dabei sollen zum Beispiel auch Lecks in der Gebäudehülle geprüft werden.
und die tatsächliche Luftwechselrate bestimmt werden. Wer sich zum Blower-Door-Testen mal genauer einlesen will, findet einen Link zum Erklärartikel in der Videobeschreibung. Eine häufige Ursache sei ein falscher Übergang zwischen der neuen Dichtheitsebene und den angrenzenden Bauteilen. Dann wurde beispielsweise die luftdichtende Dampfbremse der sanierten Dachschräge irrtümlich an Bauteile des Bestandsgebäudes angeschlossen, die dort gar nicht der Dichtheit dienen. Oder aber es gibt Leckagen in Bestandsbauteilen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Artikel des Fachverbands. So, dieses Jahr läuft die Austauschfrist für alte Kachel- und Kaminöfen ab. Ist da vielleicht jemand von euch betroffen? Und wenn ja, wie seht ihr das? Eine gute Maßnahme oder einfach nur nervig? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat unsere Sendung gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.